So ist es in Paris und liebe Zuschauer zu Hause, Bundestrainer Perti Vogts ist hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon dankbarere Aufgaben in meinem Journalistenleben, aber Sie haben selbst gesagt, eine Weltmeisterschaft ist kein Wunschkonzert. Ich habe mir das auch nicht aussuchen können. Jetzt frage ich Sie einfach mal nach einer Viertelstunde, nach einer guten, über Ihr Fazit dieses heutigen Spiels. Ich muss mich zuerst einmal bei meiner Mannschaft bedanken, dass sie alles versucht hat, dass sie alles Menschenmögliche unternommen hat, um vielleicht noch nach dem 0:1 wieder zurückzukommen. Wir wollten nach Paris. Wir sind brutal bestraft worden, von wem auch immer. Dazu möchte ich hier keine Stellung abgeben. Ansonsten glaube ich, wie die Mannschaft sich hier verkauft hat, wie sie alles gegeben hat. Und das war okay, ja. Ich denke, zu dem, wozu Sie keine Stellung nehmen wollen, müssen wir trotzdem kommen. Denn wir zeigen jetzt, und das war ja dieser Knackpunkt dieses Spiels, bis dorthin hatte die deutsche Mannschaft ein Drittel mehr Ballbesitz. Es gibt Statistiken hier. Es ging die Welle durch das Stadion. Es war sicher das beste Spiel der Mannschaft hier bei dieser Weltmeisterschaft. Und dann kam die rote Karte. Das wollen wir uns mal anschauen. Das war nicht weit weg von Ihnen, etwa 10 Meter von der Trainerbank. Ich gebe auch eine Vorlage. Wir haben es uns auch dreimal angeschaut. So wie bei dieser Weltmeisterschaft die Schiedsrichter bisher gehandelt haben, war sie wohl vertretbar. Naja, wenn er letzter Mann gewesen wäre, dann ja. Aber man hat in verschiedenen Situationen gesehen, dass man, ich unterstelle hier nichts. Und deshalb möchte ich mich auch nicht weiter zu diesem Schiedsrichter äußern. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das beste Spiel abgeliefert. Und danach, wie gesagt, ich möchte mich nicht hier wiederholen, haben wir alles versucht. Aber jetzt weiter noch da auf gewisse Dinge hinzuweisen, ist sinnlos. Wir fahren nach Hause und wie gesagt, es war das beste Spiel bis zum Platzverweis, was wir geleistet haben. Und die Mannschaft ist sehr, sehr enttäuscht. Vor allen Dingen, es wäre nett jetzt mal gewesen, eine Kamera in unsere Kabine zu installieren. Aber Kroatien ist weiter und wir müssen nach Hause, warum auch immer. Das haben andere Leute zu verantworten, ja. Wir hätten nichts dagegen gehabt, die Kamera da aufzustellen, das dürfen wir nicht, das wissen Sie auch. Wollen aber jetzt ganz einfach Procedure as every year machen, die Szenen nochmal durchschauen, das 1:0 für die kroatische Mannschaft, das dann im Prinzip ja kurz danach dann gleich gefallen ist. Hätte da Jörg Heinrich nicht ein bisschen aggressiver angreifen können? Nein, er muss ja erstmal den Innenraum zumachen, wir hatten uns noch nicht richtig gefunden. Er deckt innen ab, er staffelt sich gut und das war natürlich auch zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt. Uns fehlt natürlich jetzt der Innenverteidiger und deshalb musste Jörg nach innen und musste dann wieder raus von seiner Position. Also da kann man ihm wirklich keine Schuld geben. Nein. In der Halbzeit, was findet da in der Kabine statt? Schweigen oder nehmen nein, Sie die Mannschaft? Nein, nein, wir haben uns neu geordnet. Wir haben gesagt, wir warten noch 10, 15 Minuten ab. Dann haben wir Lothar Matthäus vor unsere Abwehrkette gestellt. Wir haben alles probiert und dann auch mit der Hereinnahme von Ulf Kirsten. In den letzten 25 Minuten wollten wir noch den Ausgleich. Es wäre fast noch gelungen nach einer Standard von Oliver Bierhoff. Das können wir uns gleich anschauen. Das haben wir nämlich auch noch da. Das war es nämlich. Es gab auch noch den Freistoß von Didi Hamann danach, der an den Außenpfosten ging. Kann man sagen, dass die deutsche Mannschaft heute das als Pech hatte, was bei dem einen oder anderen Spiel man auch als Glück bezeichnen konnte? Nein, das kann man nicht. Ich glaube, dass wir in den anderen Spielen nicht glücklich gewonnen haben. Im Gegenteil. Ich glaube, dass heute die Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt hat, obwohl wir verloren haben. Und ich werde auch morgen zur Mannschaft sagen, dass ich wirklich mich bedanke für das Engagement, was sie heute gezeigt haben, sondern was sie auch seit dem 18. Mai geleistet hat für Deutschland, für unsere Fans. Und wir haben das leider nicht geschafft. Wenn es Schuldige geben sollte, die sollte man nicht bei den Spielern suchen. Werden Sie denn deutlicher werden, wenn diese WM vorbei ist? Ich kann es ja sagen, Sie meinen natürlich den Schiedsrichter, Sie meinen natürlich die technische Kommission, die neue Regeln kurz vor dieser WM eingeführt hat, die alle verunsichert hat. Werden Sie sich da irgendwann mal auch öffentlich oder innerhalb des DFB und dann an die FIFA äußern? Ich glaube, das ist Sache des DFB.
Und ich bin nicht der DFB, ich bin Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ich suche auch nicht die Schuld beim Schiedsrichter. Und nur wenn man alle Spiele gesehen hat, muss man schon die ein oder andere Schiedsrichter entscheiden, noch einmal sich vor Augen halten. Und das war in England so, vielleicht ist der deutsche Fußball zu erfolgreich, das weiß ich nicht. Aber es waren schon seltsame Entscheidungen, die da von einigen Herren getroffen worden sind. Ob es da eine Anordnung gab, das weiß ich nicht. Ich entscheide mal, dass man die 2:0 und 3:0 Tore aus Paris danach nochmal zuspielt. Ich will sie nicht leiden lassen, sondern... Nein, ich müsste schon sehen. Okay, dann schauen wir es an. 3:0 ist ein klares Handspiel. Ja, auch das ja. wollte man nicht sehen. Ja. Ja, dann schauen wir dir an. 2:0. Also wird gleich kommen. Tja, das passiert dann so. Ja, das ist ja klar. Dann passen die auch. Vorwärtsbewegung, ja. Und hier ist man in der Überzahl und es ist unhaltbar. Und man hat es natürlich ganz geschickt, auch diesen Raum, der jetzt zur Verfügung stand, ausgenutzt. Sie haben vorher vor den Kroaten gewarnt, haben damals schon in England gesagt, wenn sie nicht so unbeherrscht gewesen wären, dann wäre es möglicherweise auch anders ausgegangen. Das Spiel schon bei der Europameisterschaft, dass die Fußball spielen können, hat jeder gewusst. Wollen wir uns das 3:0 anschauen? Den Ball klar mit der Hand mit. Also, dann brauchen wir keine Linienrichter mehr beim Fußball. Ja, da sehen wir die Hintertorzeit ein bisschen zu spät. Jetzt müssen wir sehen, ne? Auch zu spät, ne? Auch zu spät, ja. Das 3:0, das war das Ergebnis. Aber das interessiert nicht, das zweite, das dritte Tor. Ausschlaggebend war halt der Platzverweis und Christian Wörns hat eine tolle WM gespielt und er war einer unserer Besten und dass ihm so etwas passiert, hoffentlich verkraftet er es sehr, sehr schnell. Hier muss man auch als Trainer ihm jetzt helfen. Ja. Er ist einer derjenigen, der in der neuen deutschen Nationalmannschaft sicher spielen wird. Jens Jeremis, denke ich, nach der Leistung von heute, ist auch ein Spieler, um den Sie eine neue Nationalmannschaft bauen. Einige verabschieden sich, Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler und andere. Wie gehen Sie das jetzt an, ganz schnell mit einem harten Schnitt? Naja, ich möchte jetzt hier nicht ungefähr eine halbe Stunde nach Spiel jetzt hier aus den Emotionen eine voreilige Entscheidung treffen. Und wir werden ist da morgen. Auch eine, Entschuldigung, eine persönliche Entscheidung damit? Das ist natürlich. Dabei. Und ich werde in aller Ruhe über einiges nachdenken. Und natürlich muss eine neue deutsche Nationalmannschaft aufgebaut werden. Allerdings müssen wir dementsprechend auch die Spieler haben. Und wenn man sagt, hier, unsere Mannschaft ist zu alt, dann muss man nachfragen, wo sind die jungen Spieler? Wo lässt man unsere Jugend eine Chance? Wo lässt man unsere Talente eine Chance? Und das sind Fragen, mit denen muss ich persönlich erst einmal klarkommen. Und ich bin nicht immer der Buhmann oder der Müllhaufen der deutschen Nation. Sind das persönliche Forderungen oder Bedingungen in einem Gespräch mit Iglis Braun, das Sie ohnehin schon angekündigt haben, um ans Weitermachen bei dieser Nationalmannschaft überhaupt zu denken? Ich kann und werde keinerlei Forderungen stellen. Ich möchte nur, dass man auch im Jahre 2000 und weiter eine gut funktionierende Nationalmannschaft hat. Und Forderungen stellen als Angestellte des DFB, das kann ich nicht. Aber fürs Weitermachen kann man Bedingungen stellen, wenn man in einer Firma arbeitet. Das hat jetzt nicht mit Bedingungsstellen zu tun. Man sollte sehr, sehr gut analysieren, warum und weshalb gewisse Dinge nicht so funktionieren. Das liegt nicht in meinen Händen. Das dafür sind andere Ausschüsse tätig. Der Bundeskanzler war heute auch bei diesem Spiel eigentlich ja als positives Maskottchen, denn man hat ja bei den letzten Spielen, wenn er da war, nie verloren. Wir haben ihn vor der Kamera gehabt. Ich denke, Benno Neumüller hat ihn die richtigen Sachen gefragt und wir wollen zuhören, was er gesagt hat. Ich habe ihm gesagt, es war nach meiner Sicht das beste Spiel, das die deutsche Mannschaft in dem ganzen Turnier geliefert hat. Es war deutlich spürbar. Die erste Halbzeit war ja bei weiten Passagen ein fantastisches Spiel. Die Sache mit dem rausgestellten Mann hat dann erhebliche Wirkung gehabt. Dann das Tor und dann das zweite Tor. Sepp Herberger hat gesagt, der Ball ist rund und das haben wir jetzt heute wieder
in einer dramatischen Weise gegen uns erlebt. Die Mannschaft hat eine gute Visitenkarte während des Turniers in Deutschland in Frankreich abgegeben. Aber wir haben verloren. Und die Kroaten, das muss man sagen, haben mit gewaltigem Aufwand, auch an Esprit, Spielkunst, vor allem in der zweiten Halbzeit, mit dem ganzen Ehrgeiz eines Landes, das in einer schwierigen Lage lebt, auch politisch sehr schwierigen Lage lebt, ist einmal der Welt zu zeigen, dass man da ist, dass man wer ist. Das ist sehr respektvoll. Ihre geradezu persönliche, freundschaftliche Beziehung zu Berti Vogts ist ja gekennzeichnet durch die Zeit der Weltmeisterschaft 1994 in den USA, als die deutsche Mannschaft auch rausgeflogen ist. Und haben Sie bei Berti gestanden und ihm Beistand gezollt. Haben Sie mit ihm jetzt gesprochen? Ja, natürlich haben wir jetzt gesprochen. Aber nicht über das, was Sie jetzt andeuten, sondern über den Ablauf des Turniers und dass wir halt jetzt rausgeflogen sind. Und dass ich noch einmal sage, das ist eben der Verlauf eines Fußballspiels, eines Fußballturniers. Hätten wir in den ersten 20 Minuten das eine Tor, das ja an der Luft lag, machen können, hätten wir den Mann nicht verloren, in 10 weiterspielen müssen. Das war schon eine gravierende Situation gegen eine solche Mannschaft, die voller Energiebüttel steckt. Das ist ja nicht eine Mannschaft, die auf leisen Sohlen Kroatien spielt, sondern mit vollem Push und mit vollem Power. Das war schon ziemlich bedenklich in der Minute. Ich habe geglaubt, bis das zweite Tor gefallen ist, man kann es wenden. Aber es ist passiert. Das Leben geht weiter. Wir sind alle traurig. Millionen in Deutschland sind traurig. Aber das ist das Risiko eines solchen Turniers. Und ich finde, wir sollten vor allem auch der Mannschaft und dem Trainer ein herzliches Dankeschön sagen für das, was sie versucht haben zu leisten und was sie geleistet haben. Haben Sie Trost? Das war also der Bundeskanzler mit tröstenden Worten, die, meine ich, auch richtig gepasst haben. Sie sind nach der WM 94, nach dem Ausscheiden gegen Bulgarien, ebenfalls im Viertelfinale in Florida geblieben und haben damals auch lange überlegt, wie soll es denn weitergehen mit Ihnen persönlich, mit der Mannschaft, mit dem Fußball in Deutschland. Gibt es denn jetzt schon Pläne? Bleiben Sie hier in Frankreich oder gehen Sie nach Hause, machen Sie Urlaub, denken Sie nach? Das weiß ich nicht. Ob ich nach Amerika fliege oder vielleicht in Frankreich bleibe oder vielleicht in Schwarzwald gehe, das muss ich jetzt in aller Ruhe einmal mit meiner Familie besprechen. Ja. Wir haben uns von der ARD etwas überlegt zu diesem 100. Länderspiel, das dann so endete. Aber deswegen wollen wir trotzdem unser Geschenk, das wir Ihnen zu diesem 100. Länderspiel machen wollten, nicht für uns behalten. Hier in Lyon ist der wohl berühmteste und beste Koch der Welt. Und nachdem bekannt ist, dass Sie auch mal ganz gerne gut speisen gehen, haben wir heute Paul Bocuse besucht. Das ist unser Geschenk der ARD an Berti Vogts zum 100. Länderspiel. Monsieur Berti Vogts, je serais très heureux que vous veniez dans ma maison avec votre famille. J'habite à Collonges-au-Mont-d'Or. Er freut sich sehr, dass er Sie einladen darf, mit Frau Monika und Sohn Justin zu einem 5-Gänge-Menü. Wann immer Sie da sind. Monika et Madame. Et. Avec mon so. Amitié et bonne cuisine. Paul Bocuse. Je vous attends, Monsieur Berti, avec toute votre famille et mes félicitations. Berti, das ist die Einladung von Paul Bocuse von der ARD für Sie. Mache schon ein paar Jahre jetzt Nationalmannschaft. Ich hoffe, Sie machen es auch noch ein paar Jahre. Dann macht es mir auch noch Spaß, obwohl wir vor dieser Kamera ab und zu auch schon verschiedener Meinung waren. Aber das ist der legitime Platz eines Journalisten. Bedanke mich herzlich. Und der Bundeskanzler hat es schon gesagt, das Leben geht weiter. Ich möchte mich auch bedanken. Danke. Ja, das war's von hier aus Lyon, zurück nach Paris. Tja, vielen Dank, Waldemar Hartmann, Berti Vogts, Paul Bocuse.